Humor besitzen. So, wo würden unser Eingang hinkommen? Unser Eingang kommt nach hier vorne, glaube ich. Eigentlich wäre da der Eingang cool. Es würde aber überhaupt keinen Sinn ergeben. Oder da wäre der Eingang cool. Das möchte ich aber eigentlich auch nicht, weil ich hier unten nach eine Treppe noch hinmachen will. Deswegen wäre der Eingang am coolsten eigentlich da. Weswegen ich hier noch mit Erde anbauen werde. Das reimt sich sogar. Heißt, letztendlich wird das Haus dann irgendwie was wie. Irgendwie was wie. So eine Art. So. Dafür müssen wir dann halt mit Erde auffüllen. Weil es auch kein Problem sein sollte an sich. Ein genügend Erde gibt es in Minecraft. Es kommt ja früher oder später sowieso. Kann man das hier mal kurz ein bisschen placen, platzieren. Ich hasse eigentlich Anglizismen. Also Anglizismen, wenn ich es nicht ganz falsch verraffe, sind das Wörter, die man aus dem Englischen nimmt und eingedeutscht. Sowas wie, fällt mir gerade mal spontan, Computer. Oder solche Sachen halt. Computer ist ja noch vollkommen okay, aber es wird immer mehr Denglisch gesprochen. Das kann ich überhaupt gar nicht leiden. Glaube, den Eingangsbereich werde ich noch irgendwie anders machen. So, auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Okay. Wenn wir hier nochmal eine Wand reinziehen. Einfach um das ein bisschen getrennter zu haben. Heißt, hier haben wir einen Eingangsbereich. Okay. Das ist dann der hier. Können wir es noch. Nee, das müssen wir hier rüberziehen. Da. Weil es muss natürlich nicht alles perfekt hier irgendwie hinkommen. Ganz und gar nicht. Dann haben wir hier einen Bereich. Ich den mal abtrennen. So. Das ist dann ein Bereich für sich. Da hinten haben wir einen Bereich. Wunderbar. Das hier wird erstmal der erste Raum, den ich hier irgendwie aufbauen werde. Wir brauchen jetzt erstmal. Zu essen kann ich wohl knicken. Ich habe genügend Eisen. Ich habe Kohle, dann werde ich wohl als erstes mal ein Feld machen. Dafür braucht man natürlich einen Ofen. Warum brauchen wir einen Ofen, wenn ein Feld? Aus dem einfachen Grund. Aus dem einfachen Grund. Ich kann tatsächlich nicht, zumindest nicht oft, manchmal klappt das recht gut, nicht überlegen, was ich sagen will und das gleichzeitig sagen. Aus dem einfachen Grund, dass wir natürlich eine Wasserquelle brauchen. Jetzt habe ich es. Warum klicke ich bei sowas die ganze Zeit? Ich kann einfach nur Mausklick halten. So, perfaktus hätte ich beinahe gesagt. Gucken, wie ich das Feld hier jetzt einbaue. Ja, immer fünf Blöcke in der Nähe irgendwie das Weizen haben. Ich weiß nicht mehr, ob es geht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Wasser haben würde und da über einen Block, ob der dann auch bewässert ist. Aber an sich werde ich das erstmal jetzt hier irgendwie abstecken. Eins, zwei, dann brauchen wir Sticks. Okay, und wir brauchen Schaufeln. Sauber. Ich werde mir auch nur einen Eimer erstmal machen. Weil ich das Eisen nicht verschwenden möchte. Dann kann ich mir gleich noch eine Spitzhacke machen. Genau, das machen wir auch gleich nochmal. Flupp. Genau. Und Feldhacke. Feldhacke mache ich mir auch nie aus Eisen oder so. Das ist einfach nur Verschwendung. Wobei Eisen ist jetzt nicht so. Beziehungsweise am Anfang schon. Aber später wird es halt ein recht uninteressantes Material. Fange ich schon an mit Terraforming.
Teil so. Ich sag die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf Englisch, reg mich jetzt schon auf. Mit Geländestrukturierung. Das kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden, wenn ich noch gar nichts habe und mir sowas schon anfange. So, dann werde ich mich hier irgendwie durch. Ein Flüsschen ziehen. Und die Sonne geht schon unter. Schön, dass er mir gleich eine Schaufel nachgibt. Darauf stehe ich sehr. Und wir haben, glaube ich, in der Nähe auch einen Sumpf. Ich glaube, der ist da hinten. Heißt, wir können uns dann auch schön Seelinien und Co. holen, die wir dann hier rauf pflanzen können. So. Das gefällt mir schon mal. Werde ich den eher nach da ufern lassen. So, und dann werden wir hier noch einen durchziehen. Auch wenn das viel ineffektiver ist, als wenn wir uns ganz normal irgendwie ein Feld anlegen würden. Aber ich stehe einfach ultra darauf, eine schöne Map zu haben. Weiß nicht, das macht für mich ein bisschen Minecraft auch aus. Nicht nur stumpf irgendwas zu bauen, sondern auch, dass es gut aussieht. Bei Gronkh zum Beispiel, seine Felder sind zwar richtig, richtig effektiv, aber es sieht einfach nur schlecht aus, finde ich. Also er gibt sich da ziemlich Mühe, das irgendwie einzubinden, aber es sieht niemals so gut aus, als wenn man ein normales Bett hätte. Bett sag ich schon. Feld! Mann, Gries! Nimm den Schmodder aus dem Mob. Bald einen Aufnahmestopp machen müssen. Aus dem simplen Grund, dass ich noch lernen muss, wie ja schon erwähnt. So, wir werden einfach mal, ich gucke, wo wir anfangen werden mit dem Wasser setzen. Bringt das hier was? 1, 2, 3. 1, 2, 3, wir fangen hier an. Damit ich nicht allzu oft laufen muss. Weil eine unendliche Quelle braucht man ja zwei Blöcke. Ja, doch. Es regt mich auch an Gronkh auf, also. Wobei, Gronkh wird das nicht mehr sehen, aber falls du es siehst, Gronkh nicht falsch verstehen. Er ist ein richtig, richtig guter Let's Player. Keine Frage, sonst hat er ja nicht so viele Abonnenten. Aber er ist teilweise doch ein verdammt schlechter Spieler. Was man einfach daran sieht, dass er nach circa 1000 Folgen Minecraft immer noch nicht weiß, wie das Wasser funktioniert. Und er wäre jetzt die ganze Zeit hin und her gerannt, anstatt sich einfach eine unendliche Quelle zu machen. Ich bin jetzt einmal gerannt mit einem Eimer. Mit seinen Materialien könnte ich mir einfach zwei Eimer machen, das würde auch schon vollkommen reichen. Und außer wie Redstone so kapiert ihr halt überhaupt gar nicht. Und er baut wirklich schöne Sachen. Er hat ohne Frage einen richtig geilen Kommentierstil. Und. Aber er hat halt relativ wenig Ahnung von Minecraft. Das muss man einfach so sagen. Das könnt ihr mich gerne alle flamen und sagen, wie kannst du nur, Gronkh ist viel besser als du. Ja, das kann ich auch gerne behaupten. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber es ist jetzt so meine persönliche Ansicht, die ich diesbezüglich habe. Und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Wäre noch schöner. So. Und ja, es ist einfach, was mich so ein bisschen stört, weswegen ich Gronkh auch nicht mehr gucken kann. Ich habe den vorher, jede Folge von ihm guckt. Mittlerweile, wenn ich sehe, wie der da irgendwelche Sachen macht, ist einfach nur gruselig fast schon. So, dann können wir das irgendwann auch noch da hinten mit anschließen. Mit dem kleinen Fluss. Aber dazu später. So, jetzt immer 5 Blöcke. Ach, da oben fehlt noch, genau. Flutsch. Flutsch. Natürlich schön ausgefüllt sein. Quelle unter dem Berg. So habe ich mir das vorgestellt. Das hat auch was. Jetzt kann man hier auch Bambus anpflanzen, wohl bemerkt. Wobei, das machen wir ja weiter unten. Hallo. So, ein Block, ein Block, ein Block. Das ist 2. Das ist einer, das ist einer. Warum das auch einer ist,
es geht einmal rundherum. Heißt, diagonal geht hier auch 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es sind sogar 5, die gehen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Weil wir, glaube ich, nicht so viel Weizen haben. Das ist einer, das sind 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was kommt noch hin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Das kommt bestimmt hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ja, und so muss man das halt hier überall machen. So, 1, 2, 3. Blab, blab, blab. Beziehungsweise man muss nicht die ganze Zeit so blöd zählen wie ich. 1, 2, ach ne, es sind schon 3. 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier hinten komme ich, glaube ich, doch. 1, 2, 3. Sollte ich rankommen. 1, 2, 3. Die sollte ich auch noch alle packen. Wie ihr seht, es wird ja auch schon feucht. Haha, er hat feucht gesagt. Hacke hält noch 30 Stück aus. Oh, wir haben auch ordentlich Samen, um das alles anzupflanzen. Das ist ja ultra cool. Eigentlich wollte ich Zäune bauen, aber das brauche ich gar nicht. Fällt mir gerade mal so auf. So, können wir hier schon mal bepflanzen, damit wir hier bald schon mal eine Nahrungsquelle haben. Ist doch schon mal schön, dass wir so schnell ein Feld haben. Und zwar ist es auch so ein großes, wohlbemerkt. Weil ich würde gerade mal sagen, über 2 Stacks Samen zu pflanzen, ist kein kleines Feld mehr. Oh, nicht sprinten. Das auch gar nicht mal so schlecht aussieht, würde ich glatt mal behaupten. Söhle. Das können wir da in der Mitte natürlich auch noch machen. Wobei, ich glaube, hier packe ich erstmal dann Zuckerrohr hin. 43. Das soll hier alles aufgehen. 1, 2, 2, 1, 2, 3. Auch größtenteils alles abgedeckt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, das kriegen wir auch alles hin. 1, 2, 3, das kriegen wir auch. Das ist halt also eine logistische Sache, weil ich möchte ja auch am Anfang keine Samen verschwenden, deswegen bin ich da ziemlich pingelisch. Sonst würde ich das ja aber weghacken und wenn es wieder blöd wird, dann ist es halt so. Blöd. So. Brauchen wir noch eine neue Hacke, weil ich will alles anpflanzen. Da sind wir schon bei 45 Minuten. Da haben wir 3 Folgen. Mit der von gestern sind wir mal 4. Dann passt das eigentlich schon. Muss man aus Holz machen, ist aber auch nicht so schlimm. Flup, flup. Flup. Flup, flup. Wie viel hält eine Holzhacke aus? Fang an zu ackern. 60. 13 brauchen wir noch, also 47. Boah. Wow. Das war's schon.